Vorgestellt, Outpass First Journey. Willkommen auf dem Kanal As Reiter. Wir haben einen vorgestellt in der ersten Vorschau. Outpass ist es. Der Raphael von Wrap the Games hat mir diesen Key zur Verfügung gestellt, um damit ich euch es zeigen kann. Ja, wie ihr seht, es ist 3D-technisch wohl unterwegs, pixelgrafikmäßig ein bisschen. Hier oben sieht man, dass es in Englisch ist, aber wenn man draufklickt, dann steht da, dass der Kollege da dran dann noch programmiert, dass es in anderen Sprachen ist. Settings, kann man reingucken, kann man nur die Lautstärke hier ändern. Optionen im Spiel, das Default-Settings gibt es da noch. Credits ist David Morello Sanchez, ist derjenige, der es wohl programmiert, und die Musik kommt von Joel Lopez. Jo, dann würde ich sagen, können wir loslegen. Ich denke mal, ich drücke den Play-Button und wir gucken nach dem Intro weiter. Bis gleich. So, da sind wir in der Welt, die so aussieht. Minecraft-like. Hier ist wohl unser... Ja, weiß ich nicht. I should gather some wood and fiber, sagt er. Das ist wohl unsere Aufgabe. Hier ist so eine Stele, die uns anzeigt, dass wir hier ein neues Biom kaufen können und da unten unser Biom expandieren lassen können. Hier können wir erstmal den Baum abhauen. Ich muss die ganze Zeit mit der linken Maustaste da drauf klopfen, dass ich das abbauen kann. Let's build a workbench now. Structures Menü Q. Ach, ich habe schon genug. Alles klar. Das heißt, wir werden auch mal hier gerade eine Workbench dann bauen. Utilities. Und da kann man eine Work... Ne, wir haben doch noch nicht genug Fiber. Sehr schön. Das ist aber nett von dir, dass du mir sowas vorschlägst. Und dann... Okay, da können wir hinspringen. Leertaste ist springen. Hier können wir jetzt Fiber noch holen. Dann machen wir das mal alles. Sieht jetzt ein bisschen so aus, dass wenn ich da runterfalle, dass das für mich gewesen ist, oder? Hier spawnt auch irgendwas anderes. Stein. Ne, Coal Deposit. Also ein Kohlevorkommen. Und dann würde ich sagen, die Blume nehmen wir noch mit und dann bauen wir jetzt die Werkbank. Das müsste ja jetzt hier so gehen, oder? Sehr schön. So, Aufgabe bei Workbench bilden haben wir gemacht. Und jetzt? Ja, steht nichts, was wir als nächstes machen sollen. Aber wahrscheinlich sollten wir mal gucken, dass wir Werkzeuge kriegen, die besser funktionieren wie dieser Linksklick hier, ne? Weil der ist ja jetzt ganz schön lange, da 15 Mal drauf zu kloppen, bis der Baum fällt. Und beim Ohr ist es 35 Mal drauf. Das geht bestimmt besser mit besseren Werkzeugen. Aber wir machen mal gerade das hier, damit wir erstmal Ressourcen haben, die wir mitnehmen können. Oh, ich habe doch das hier gerade erst abgebaut. Jetzt ist es schon wieder da. Also Respawn ist wohl ziemlich schnell. Und da ist schon wieder ein Baum. Und wir springen wieder zurück hier an unsere Workbench. Interagieren mit der und... Flint Axe, Flint Pickaxe. Okay, da haben wir noch nicht genug für. Flint fehlt da komplett. Fiber brauchen wir noch und Wood brauchen wir noch. Und hier brauchen wir noch Flint. Beim Schwert brauchen wir das auch noch und bei der Schaufel auch. Okay, das heißt, da kommen wir nicht mehr weiter so. Erstmal, das heißt, wir müssen erstmal hier Steine wahrscheinlich abbauen, um an Flint zu kommen. Da waren aber nur Steine drin. Wie sieht es hier aus beim Kupfer? Da klick, klick, kling. Keine Ahnung, was diese anderen beiden Klings waren. Stone und Copper, oh, aha. Ja. Oh, jetzt ist mir mal hinter mir ein Baum, ne? Ich hoffe, so spawnen nicht auch irgendwelche Gegner. Was ist denn hier oben? Okay. Was ist das? Ach, wir stehen wahrscheinlich in einem Baum. Genau so ist es. Okay. Okay, jetzt brauche ich aber eigentlich mehr Stein, um an Flint zu kommen, wenn der Flint mit in den Stein ist, wo ich von ausgehe. Holz kriegen wir auch gut. Oh, was sind das für Berry Bush? Okay. Also Finger tut schon weh. Das bedeutet, Sehnscheinentfernung vorprogrammiert, ne?
für diese Klickerei. Also das heißt, die Workbench muss ganz schnell her. Ah, da hinten oben, da seht ihr, da wären unsere Steinvorkommen sehr stark. Aber da komme ich wohl wahrscheinlich nicht hin, weil zu hoch. Doof gelaufen, ne? Wenn ich hier so runter gucke, da ist wohl ein Fisch oder sowas. Kann das das sein? Weiß nicht. Weil hier ist auch nichts. Naja, dann gehen wir mal hier runter. Was ist da? Ah, ein Steinvorkommen. Das könnte uns Flint bringen. Zwei Stück sogar. Das war gar kein Steinvorkommen, sondern direktes Dingens. Sag schon. Okay. Hier ist Kupfer. Da war Stone mit drin. Hier haben wir Flint mit drin. Ich glaube, es könnte sein, dass wir jetzt vielleicht genug Flint haben. Okay, das heißt, wir interagieren hier nochmal und schauen, dass wir jetzt eine Axt kriegen, die auch geht. Craften wir die mal. Okay, hier kann man abbrechen, die braucht ihre Zeit. Text Damage to Trees, okay. Damit können wir jetzt die Dingens schneller abbauen mit der Flint-Axt. Jetzt haben wir Flint Pickaxe, dafür brauchen wir aber noch Flint und Fiber. Okay, I can equip this tool in the inventory. Da müssen wir einen Tab drücken und dann können wir hier auf die Axt wahrscheinlich gehen und dann equipen wir die. Attack Damage to Trees. Und was ist hier mit? Berry Consumable. Ah, wenn ich das jetzt esse, dann könnte ich extra Click Damage haben, 15 Sekunden lang. Stackable, okay. Wir haben es aber nur einmal. Okay, dann lass uns aber schnell hier was machen, wenn wir das dann da... Ah, da oben läuft die Zeit runter und jetzt ist es vorbei. Habt ihr gesehen, hoffentlich. Okay, das ist aber wohl jetzt weniger geworden, weil wir die Axt haben. So, jetzt müssen wir mal nochmal gucken, was brauchen wir denn nochmal für die Pickaxt. Flint und Fiber. Flint und Fiber. Da hinten ist auf jeden Fall Flint. Vielleicht, das hier müsste aber Flint sein, oder? Rock steht da, gibt aber auch Flint dabei raus. Und das hier ist auch Stone. Und da gibt es aber nur Stone, okay. Fiber brauchen wir auf jeden Fall, also Gras. Und 21, ich glaube 25 brauchten wir da. Und Holz kann jetzt ja auch nicht schaden. Kriegen wir ja ziemlich zügig abgebaut. Hier ist wohl Kohle, genau. Die dauert aber noch. Flint war da nochmal drin. Und der Fiber brauchten wir noch. 23. Jetzt haben wir genug Fiber. Ich nehme aber den gerade auch noch mit. Und hier ist unsere Workbench. Und da gehen wir hin und bauen jetzt uns die Pickaxe. Ja. Flint ist immer noch nicht genug. Ich dachte, wir hätten schon ein paar Flint aufgesammelt. Das ist aber doof, ne? Ich war von ausgegangen, dass wir genug hatten. So, hier ist jetzt nichts, außer da. Haben wir jetzt hier Steine? Ne, nicht wirklich, ne? So, wie komme ich an Steine, wenn hier keine sind? Berry Bush. Vier Berries waren das. Weil Steine sind da oben drauf, aber da komme ich nicht hin, oder? Da ist nochmal ein Stein. Flint haben wir 7. Wir brauchen 10, glaube ich. Das dauert also noch, bis wir die kriegen. Ah, hier haben wir nochmal was. Und wir hoffen, dass auch in der Kohle Flint mit drin ist. Leider nicht. Hoffentlich in den Stein. Nein, leider auch nicht. Hier ist nochmal Kohle. Leider
Stone war da nur drin. Ist dahinter noch was versteckt? Nein. Hier hinter noch was versteckt? Nein. Dahinter noch was versteckt? Nein, aber ja, versteckt schon, aber Gras. Oh, man kann die Wand hochlaufen. Der ist aber cool drauf. Da hätte ich jetzt nicht mitgerechnet. Also ein paar Mal Leertaste drücken und du kommst auch eine Wand hoch. Kohl, Flint. Okay, einen brauchen wir noch. Hammern. Aber wenn wir hier oben schon mal sind, machen wir das mal alles gerade schnell ab. Okay, ich hoffe, die spawnen nicht so schnell, dass ich das... Ne? Gab's da jetzt Punkte für, dass ich da diesen Jingle gerade gehört habe? Da war wieder so ein Jingle. Also wenn ich einen abgebaut habe, aber weißt du was, das dauert zu lange. So, jetzt können wir die Pickaxe aber auf jeden Fall bauen. Und dann haben wir bestimmt noch mehr in unserem... Tab da links oder so. Ne, in unserem Kuh, in unserem Baumenü, ne? Wofür brauchen wir denn Sand? Workbench, Flint. Kann ich das... Ach, das kann ich auch. Aus Flint und Stone kann ich Sand bauen. Und Material, da brauche ich Steine für. Dann kann ich auch Flint bauen. Ist das so richtig? Die könnte ich Wood und Berries machen. Machen wir erst die Hälfte und dann craften wir die mal. Okay, das läuft von alleine. Okay, sehr gut. Achso, wir wollten jetzt nochmal hier aufräumen erstmal gerade. Damit das hier wieder schick aussieht. Und dann wollten wir ins Kuhmenü nochmal gehen, ne? Oh, da gibt es nochmal Berries jetzt. Was haben wir denn noch hier? Oh, Research Table. Ah, der geht sogar zu Researchen. Dann stellen wir den nochmal da hin und gucken, was wir da machen können. Skillshop, Furnace und Inscription Table. Okay, dann lass uns doch mal die Furnace hier researchen. 50 Punkte kostet das. Das kriegen wir schon hin. Hier Expand Biom. Muss man E drücken. Okay, habe ich. Jetzt ist unsere Welt größer geworden. Glaube ich. Okay, das ist fertig. Aber ich sehe... Ah, da hinten ist die Welt größer geworden. Sehr schön. Lass uns da nochmal reingehen. Spinning Wheel Inscription Table. Was kostet denn der Spaß hier? Recipe allows you to purchase skills with credits. Okay. Mach den doch mal. Flint Sword und Flint Shovel. Machen wir doch mal eine Shovel, oder? Können wir machen, genau. Dann bauen wir die auch hier. Was können wir denn noch bauen mit Kuh? Also die Furnace müsste jetzt irgendwie gehen, aber das ist hier wohl. Okay. Furnace. Ja, da können wir eine Furnace bauen. Aber ich will den Weg da nicht zubauen, sonst falle ich da nachher runter. Das ist auch doof. Da ist doch das Furnace ganz gut, ne, oder? Furnace Coal. Ah, ich kann Holzkohle auch machen aus Holz. Und Brick brauche ich Coal, Stone und Sand. Okay. Copper Ingot, Kupferbarren. Kohle und Kupfer braucht man dafür. Sehr schön. Glas kann man auch kreieren. Cooked Meat. Ja, da brauche ich Fleisch, was ich nicht habe. Und Fisch auch. Dann kann man also angeln. Sehr interessant. Okay, hier können wir aber jetzt so wirklich noch nichts machen. Also guckt. Ja, dafür, entweder fehlen uns Ressourcen, obwohl die würde gehen. Dann lass uns das mal im Barren machen da. Gut. Achso, warte mal, ich müsste, hab jetzt, ach nee, die habe ich noch nicht fertig, ne, die muss ich noch bauen. Ah, da ist sie, Flint Shovel. Aber, kann ich Sword auch schon bauen? Nein, da fehlen mir Rohstoffe. Ein Flint und 6 Fiber fehlen mir da. Aber, wie kann ich denn jetzt hier, ah, da, Flint. Achso, ich müsste das dann pickaxed. Kann ich equipten. Und die anderen sind jetzt... Nee, sind auch equipped. Okay, das heißt, ich kann alles equipten.
Ah, und wie kann ich durch? 1, 2, 3. Ja, sehr schön. Mit 1, 2, 3 komme ich dann weiter. I should research Recipes in the Research Table. Ja, dann machen wir das doch mal. Das ist doch Research Table. Haben wir das nicht schon gemacht? Den Oven haben wir doch. Oven haben wir doch gemacht. Ja, komm, machen wir von oben nach unten. 300 haben wir. Können wir machen. Sehr gut. 2. Okay, und das geht eine ganze Ecke schneller jetzt. Sehr gut. Ich glaube, da braucht man das Werkzeug nicht wechseln. Das geht mit jedem Werkzeug schnell, wahrscheinlich. Structure Q. Wenn ich jetzt Q drücke. Ach so, er möchte jetzt, dass ich das öffne. Skill Shop. Ah, da brauche ich Glas und Brick für. Und das ist noch alles andere. Und Jump Pad. Da brauche ich Leder für. Dann kann ich wahrscheinlich auf diesen hohen Dingern drauf, ohne so komisch klettern zu müssen. Das fehlt uns alles noch. Was haben wir hier? Magic. Oh, unknown, unknown, unknown. Okay. Und Farming haben wir auch noch. Was ist das erste wohl? Sieht komisch aus. Okay, da gibt es ganz viele Sachen also, die man da machen kann. Sehr gut. Und da ist gleich der nächste Tisch auf jeden Fall fertig. Hier ist unser Barren. Copper. Ah, komm, lass uns noch einen machen. Wir haben das Zeug. So, und jetzt? Achso, da haben wir ja noch den nächsten Tisch gemacht. Der ist jetzt bei Magic. Okay, Inscription Table. Ah, Inspirationstisch oder wie soll man das nennen? Ah, Bricks brauchen wir da. Bricks waren im Ofen zu machen und der Ofen brauchte für Bricks Sand. Das heißt, wir müssten jetzt hier irgendwo Sand. Ah, da hinten ist doch sowas schon, oder? Da können wir mal gucken gehen. Okay, hier ist Sand. Aber warte mal, da musste ich auf die 3 drücken und dann werde ich wahrscheinlich ganz schnell den Sand zusammenkriegen. Sehr gut. Hier ist noch die nächste Plattform. Okay, und da. Sehr gut. Oh. Kann ich hier bauen? Doch. Nur an der richtigen Stelle muss man da stehen. Also da kann ich runter. Und was ist das? Das kann man attacken. Habe ich noch eine Schaufel in der Hand? Ich glaube ja, ne? Ne, habe ich nicht. Ich hält. So, die Schildkröte, die hat mir aber nichts getan, oder? Tut die mir was? Ne, die tut mir nichts. Hier noch was Interessantes. Kupfer. Okay, das war Kohle. Wo ist denn unsere Basis? Wir sind ganz weit weg, aber ich sehe sie nicht. Ah, da hinten sind die Tische. Okay, jetzt sind wir hier. Jetzt müssen wir hier mal reingucken, ob wir jetzt Bricks machen können. Aber da brauchten wir zwei für. Doch gehen, ne? Okay, zwei Bricks jetzt und dann können wir den Zauberertisch machen, ne? Sehr schön. Haben wir hier noch die Möglichkeiten? Flint Sword. Da brauchen wir noch Fiber für. Kriegen wir hier. Ist hier auf dieser Insel zu kriegen. Ist das fertig? Nee. Doch, aber der zweite läuft. Okay, das heißt, wir können jetzt hier das Schwert machen, ne? Ja, craften wir das. Und wenn wir da die Steine haben, na, da fehlt noch einer dann. Dann können wir den nächsten Tisch machen. Okay, das heißt, wir müssten jetzt hier überall fertig sein. Das Schwert haben wir auch. Das müssten wir dann auch ausrüsten können. Aber hier wollen wir erst hin für den. Ne, den Tisch können wir ja hier machen unter Tab. Das Schwert können wir noch ausrüsten. Das liegt dann auf 4 wahrscheinlich, ne? Ja, auf 4 ist das Schwert. Gut, aber wir gehen auf Q, weil wir wollen ja diesen Tisch hier machen. Ne, auf Q, auf Magic. Und dann können wir diesen Tisch hier hinstellen, den wir wahrscheinlich dann mal hier hinstellen wollen, oder? So ist doch cool, oder? So. Jetzt haben wir die Flower und jetzt können wir mal reingucken. Ah, hier können wir Papier machen, Magic Bench, Zauberstab, Glaskugel und keine Ahnung, was ist eine Kupferglocke.
Okay, Copper Ingot, Aqua Butterfly. Okay, der arme Schmetterling muss dann auch noch dran glauben. Glas, Aqua Butterflower. So, aber ich würde sagen, wir haben jetzt hier erstmal genug zusammen, werden schauen, dass wir da wahrscheinlich noch eine weitere Vorschau von machen, gehe ich von aus, weil das ist ganz cool. Ich denke, da können wir noch ein bisschen was zeigen und hoffen, dass wir da irgendwie auch mal irgendwann eine Hütte bauen können. Kriegen wir bestimmt hin, würde ich sagen. Und ich würde sagen, recht herzlichen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch kein Abo habt, macht eins, falls euch die Folge gefallen hat. Gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Ciao. Was ist das? Eine Kuh. Kaum zu glauben. Fleisch. Alles klar. Bis nächstes Mal.